Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen FX-Sekt-Webinar mit AgroChem zusammen mit dem Thema Robosignale, wie eine Vermögensverwaltung automatisch handeln. Und ja, bei dem Thema machen wir das natürlich an der Stelle mit David Warney. Wie gewohnt, ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier für uns ja, mit uns das Webinar veranstaltet. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWeb. Freue mich natürlich ebenso, dass Sie heute live dabei sind und bedanke mich jetzt schon für das Interesse. Und bevor ich den Bildschirm aber final an David übergebe, müssen wir wie immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Dann sehr gut. Also, ich übergebe den Bildschirm, wünsche natürlich viel Spaß und viel Erfolg. Vielen Dank für deine Einleitung und ja, von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Eigentlich das erste Webinar mit der FXWeb Bank AG, wenn ich das richtig sehe. Das stimmt, in der Kombination, ja. Quasi ein Jubiläum, aber ansonsten schon gefühlt das Hundertste. Ja, mein Name ist David Warner und heute geht es mal wieder um unsere Leidenschaft im automatischen Börsenhandel. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie jeder da draußen, also jeder, der hier heute mit dabei ist, das Algo-Trading auf eine ganz andere Ebene hebt und das da relativ professionell angeht. Ich glaube, wir haben da alle so ein bisschen so ein falsches Bild von den großen Vermögensverwaltungen, die da draußen agieren. Da denkt man schnell als Privatanleger, dass wir da eigentlich gar keine Chance haben gegen die Großen, gegen die größere Konten haben oder schneller sind oder eine bessere Technik haben. Das ist gar nicht so. Also ich bin ja inzwischen ja, gut, inzwischen leider auch schon 30 Jahre, aber mit 15 hatte ich damals in einer Vermögensverwaltung hier in Berlin angefangen und in der Zeit habe ich einiges gesehen und natürlich auch mit vielen Vermögensverwaltungen zusammengearbeitet. Ich kann wirklich sagen, ich habe noch keine gefunden, die nicht auch nur mit dem ganz normalen Wasser kocht, wie wir quasi auch. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn wir heute die 60 Minuten hier gemeinsam aushalten und davon auch nur die Hälfte anwenden, dann sind wir alle schon viel professioneller unterwegs als viele Vermögensverwaltungen draußen, was Technik angeht, was das Testen angeht, die Systemauswahl und so weiter. Von daher für mich ganz wichtig, damit das heute kein Teleshopping wird. Das, was wir heute und das, was ich heute erzähle, muss nicht zwingend mit unseren Produkten natürlich umgesetzt werden. Also wenn Sie selbst gerne programmieren oder wenn Sie sagen, Sie möchten da Ihre Handelssysteme von woanders holen, das Wissen, was wir heute besprechen, das kann jeder anwenden. Also auch wenn wir am Ende sagen, war ganz nett, danke für die Infos, aber ich hole mir die Systeme lieber woanders. Das ist allgemeingültig. Also ich muss keine Angst haben, das ist eigentlich nur eine versteckte Verkaufsshow ist. Darum geht es heute eigentlich gar nicht. Das Ganze begleiten wir natürlich heute mal so ein bisschen mit unserem Referenzmodell, sage ich mal. Das sind ja die Robosignale. Das nehme ich heute mal so ein bisschen als Referenz. Auch keine Sorge, ich habe keine Folien vorbereitet, die ich jetzt betreut vorlese. Ich finde das inzwischen viel spannender und eigentlich immer angenehmer, auch selbst als Zuschauer, wenn ich irgendwo dabei bin, das Ganze einfach hier auf unser digitales Whiteboard zu zeichnen. Dann sehen wir einfach, was wir gerade besprechen, können wir so ein bisschen visualisieren, besser nachvollziehen. Wir haben den Metatrader hier von der FXWeb. Dann wären wir da, glaube ich, glücklicher, als wenn wir das Ganze auf Folien durchklicken und ich vorlese, was da steht. Also können wir auch machen, aber ich glaube, das macht nicht so viel Spaß. Also, der Titel lautet ja: Agieren wie eine Vermögensverwaltung? Wie agieren die meisten von Ihnen vielleicht? Ja? Also ich kenn sie alle nicht. Ich kenne aber viele, 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 viele Trader. Jetzt auch durch die AgroChem GmbH, die inzwischen ja auch schon einige Jahre am Markt ist. Ich weiß, die meisten fangen natürlich einfach mit einem Handelssystem an. Das heißt, wir haben unsere MetaTrader, haben einfach nur ein Handelssystem aktiv, was ordert. Sei es ein Euro-Dollar. System, ein DAX-System, spielt gar keine Rolle. Aber so ein System ist das, womit die meisten anfangen. Was wollen wir mit dem Ganzen?
Natürlich, viele gibt es auch da draußen, die betreiben das Trading eher so ein bisschen als Hobby, so ein bisschen wie Lotto spielen oder ab und zu mal die Spielbank zu besuchen, um so ein bisschen Spaß zu haben und gehen auch mit der Einstellung heran, Geld zu verlieren. Macht wahrscheinlich auch Spaß, aber das soll gar nicht unser Thema sein. Was wollen wir eigentlich, die das ein bisschen anders angehen? Wir wollen einfach Geld verdienen. Also die Charts sind schön. Es ist auch schön, wenn wir uns viele Monitore holen und so ein bisschen aussehen wie richtige Trader. Aber am Ende des Tages soll das Geld auf dem Konto ja wachsen. Was wollen wir natürlich noch? Das ist die Grundbedingung. Wir wollen nicht jeden Tag 5 Tode sterben. Also wir wollen nicht so viel Volatilität im Konto haben, dass unser Konto ja in etwa von der Performance her so schwankt. Das heißt, wir schwanken die ganze Zeit zwischen mega tolles System und kurz vor dem Margin Call oder ganz schön große Verluste, so zwischen der Euphorie und Gefühl der Depression im Konto schwanken wir. Und das haben wir sowohl als manueller Trader, wenn wir manuell anfangen, aber auch als Algo-Trader, wenn wir zum Beispiel einfach nur mit einem System anfangen. Wieso ist das so? Hat gar nichts allzu viel, würde ich persönlich sagen, mit der Qualität von einem Handelssystem zu tun oder mit der Eigenschaft eines Traders. Wir verfolgen, und das hoffe ich zumindest, und da stelle ich Ihnen jetzt mal eine Strategie am Markt und die funktioniert natürlich nicht immer. Nicht immer bedeutet, wir machen nicht jeden Tag Gewinne, nicht jede Woche wird positiv abgeschlossen und auch nicht jeden Monat oder jedes Quartal wird positiv abgeschlossen. Verluste, Stagnation, Drawdown gehört alles dazu. Ich sage es immer wieder und schreibe es auch immer gerne wieder in diversen Artikeln oder wenn es darum geht, die Börse ist keine Einbahnstraße und im Algo-Trading gilt leider auch das Gleiche. Also, natürlich müssen wir irgendwie anfangen. Das ist gar keine Frage. Wir brauchen einfach ein System, um zu starten. Also wenn jetzt jemand Neues zu mir kommt und sagt, das Thema ist interessant, ich möchte automatisiert an der Börse Geld verdienen, wie kann ich das machen? Dann komme ich nicht an und sage sofort, okay. Also wir brauchen 8 Systeme, wir brauchen ein Konto mit 50.000 Euro mindestens, wir brauchen das, das, das und das. Das schreckt extrem ab. Das können wir uns vorstellen, wenn wir vielleicht mit einem neuen Hobby anfangen oder wenn wir in Immobilien investieren möchten und es kommt direkt jemand auf uns zu, der sagt, du brauchst aber mindestens 30 Immobilien diversifiziert in verschiedenen Preisklassen, Städten, Regionen, dann werden wir wahrscheinlich schnell auch abgeschreckt und würden sagen, naja gut, dann kaufe ich mir vielleicht doch lieber die Rubbellose an der Tankstelle, als das so anzugehen. Und diesen Vergleich möchte ich gerne durch das ganze Webinar ziehen, weil ich finde das mal sehr, sehr, sehr gut, um das leichter zu verstehen, dieses Immobilienthema. Unabhängig davon, ob Sie jetzt selbst in Immobilien investiert sind oder nicht. Aber ich glaube, ich finde es ein sehr, sehr schönes Parallelbeispiel, um das ein bisschen leichter zu verstehen oder besser zu beschreiben. Also gehen wir einen kurzen Ausflug in die Immobilienwelt. Was mache ich? Ich interessiere mich für das Thema. Ich möchte vielleicht ein weiteres Einkommen aufbauen. Also kaufe ich mir eine Immobilie. Kaufe mir eine Wohnung, ein Haus, oder von mir aus einfach nur einen Garagenstellplatz, um ganz klein anzufangen, das Thema, und vermiete das Ganze. Wie sehen unsere Einnahmen denn aus? Wir haben von mir aus ein kleines Objekt. Netto-Kaltmiete, die reinkommt, abzüglich aller Kosten, sind dann vielleicht im Monat bei 500 Euro. Das heißt, wir haben unsere 500 Euro, die kommen rein, 500 kommen rein, 500 kommen rein, 500 kommen rein. Dann kann es natürlich passieren, dass wir einfach Mietausfälle haben. Das heißt, die Wohnung ist beschädigt, die Miete mit Gewinn gemindert, wir haben Mietnomaden in der Wohnung, es brennt, was auch immer. Es kann so vieles passieren. Die ist vielleicht gerade nicht vermietet, muss renoviert werden, was auch immer. Und dann haben wir einfach gar keine Einnahmen. Das heißt, es gibt nur zwei Optionen. Entweder wir erhalten die volle Miete oder wir erhalten monatlich nichts, 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 nichts. Und dann kommt die Miete wieder, wenn von mir aus die Wohnung vermietet ist. Und so ähnlich sieht es ja im Trading oder auch im Algo-Trading. Geht es ja primär ums Algo-Trading auch aus. Das heißt, entweder funktioniert gerade unsere Strategie mit der aktuellen Marktphase, wir verdienen Geld. Oder sie funktioniert nicht, dann gewinnen wir kein Geld und im schlimmsten Fall verlieren wir eher Geld. Also das können wir so ein bisschen vergleichen mit, wir haben gerade keinen Mieter in der Wohnung, aber müssen das Objekt auch noch sanieren und haben dann auch noch Kosten. Das heißt,
Die haben da keine weitere Einkommensquelle, sondern eher eine weitere Ausgabequelle, wenn wir das so sehen möchten. Und das ist sowohl bei einer Immobilie völlig normal. Also wir können bei einer Immobilie dann nicht sagen, eieiei, das ganze Thema ist Betrug, Immobilienanlage funktioniert überhaupt nicht. Es ist natürlich nicht so. Und das Gleiche gilt auch im Trading, speziell jetzt im Algo-Trading, wenn wir nur ein Handelssystem am Laufen haben und wir eine Verlustphase haben oder eine Stagnationsphase. Von mir aus können wir ja das Umrandete hier als Stagnationsphase sehen. Dann können wir auch nicht herausgehen und sagen, das ist Betrug, ein schlechtes Handelssystem, hier haben wir irgendwo wieder Schrott gekauft und das funktioniert nicht. Dann können wir sagen, aber wir haben da nicht. Es ist nicht so. Es gehört einfach dazu mit dem ganzen Thema. So, was würden wir jetzt machen, wenn wir, oder was würde der Immobilieninvestor an dieser Stelle machen? Ja, also wir sind jetzt kein Immobilienmogul oder Hai, wenn wir jetzt uns eine 50 Quadratmeter Wohnung angemietet haben, gekauft haben und vermieten, sondern wir würden das Ganze professioneller angehen und sagen, okay, ich baue mir ein kleines Portfolio auf von mindestens 5 Wohnungen. Eine gewerbliche, 4 Wohnungen, davon sind 2 im höheren Preis unterwegs, 2 im niedrigen, 5 aus 2 in Berlin, 1 in Dresden und die anderen irgendwo verteilt in Deutschland. Das heißt, wir sind ein bisschen breiter aufgestellt, was das Ganze angeht. Wir haben jetzt 5 Immobilien und wenn bei einer Immobilie dieser Fall auftritt, den wir gerade besprochen haben, und wir da keine Einnahmen haben, sondern ja Kosten haben, kein Mieter, die Wohnung muss saniert werden, wegen was auch immer was gewesen ist. Dann ist es natürlich schade, dann bekommen wir monatlich kumuliert nicht unsere 2.500 € Netto-Kaltmieten gesamt, sondern wir halten nur die 2.000 € jeden Monat. Ist schade, aber es tut uns nicht weh. Es tut uns nicht groß weh. Das heißt, dieser Einkommensfluss, der fließt immer noch weiterhin. Ja, wir müssen im Idealfall nicht unseren Lebensstandard ändern. Wir müssen nicht plötzlich ja, zu Fuß gehen und haben kein Auto, kein Motorrad, kein Fahrrad mehr. Das ist das Wichtige. Und das können wir natürlich ins Unendliche hochtreiben. Ja, das heißt, wir haben irgendwann 30 Immobilien und wenn dann 2, 3 ausfallen, dann bemerken wir das wahrscheinlich gar nicht. Beziehungsweise bekommen davon gar nichts mit, weil alles für uns verwaltet wird und es ist nur ein kleiner Klecks, der da geschieht. So läuft es im professionellen Bereich. Ne? Wie gesagt, keiner kauft sich eine Wohnung und sagt, er ist jetzt der große Immobilieninvestor und lebt davon. Und genau diesen Punkt, das ist nichts, was ich erfunden habe, eigentlich nichts Neues, eigentlich relativ simpel, wie so oft in der Welt. Genau dieses Modell übertragen wir auf das Algo-Trading. Das heißt, ich habe mein eines Handelssystem, was jetzt relativ stark schwankt, aber unterm Schnitt macht es Gewinne. Ne? Aber es stört mich, weil es ist dieses Hin und Her, über Nacht Millionär und über Nacht wieder zum Tellerwäscher quasi. Was mache ich dann? Ich baue mir einfach noch weitere Systeme auf. Das heißt, ich habe nicht nur dieses eine System von mir aus für den Euro-Dollar, sondern ich hole mir noch ein zweites System hinzu. Und das zum Beispiel handelt von mir aus relativ selten auf Tagesbasis vielleicht saisonale Trades. Das heißt, wir haben hier mal unseren Gewinn, einen kleinen Verlust. Wie gesagt, klar, es ist alles gerade gemalt. Die Realität sieht immer ein bisschen kranker aus, aber darum geht es jetzt ja gar nicht. So, dann packen wir noch ein drittes System rein, wir packen noch ein viertes, fünftes, sechstes System rein und so weiter. Das heißt, das Spiel können wir relativ lange spielen. Wir können verschiedene Assets handeln, verschiedene Zeitfenster handeln. Das heißt, wir haben ein, zwei Systeme, die sind auf Tagesbasis unterwegs, ein System, das scalpt, ein System saisonal und so weiter. Auf Tages-, Minuten-, Sekundenbasis und so weiter. Verschiedene Märkte, verschiedene Werte aus verschiedenen Regionen oder Ländern, besser gesagt. Wie gesagt, können wir unendlich weit treiben. Wieso machen wir das? Genau aus dem gleichen Sinn und Zweck wie bei den Immobilien. Wir wollen ein bisschen die Glättung haben und das ist das, wonach wir uns eigentlich so wirklich, glaube die meisten im Trading streben. Das zeichne ich jetzt mal schwarz ein. Ja, wir packen noch 2, 3 Systeme hinzu und dann wollen wir eigentlich diese Performance-Kurve haben. Wir wollen nicht morgen 12% gewinnen, übermorgen 13% verlieren, dann 50% machen und dann wieder 40% abgeben, sondern wir wollen die Glättung in der Portfoliokurve haben. Und das ist das, was Vermögensverwaltungen auch anstreben. Ich meine, wenn wir uns die Prospekte durchlesen von Anlageprodukten,
Dann sehen wir da als Trader wahrscheinlich Zahlen wie, weiß nicht, jährlich Rendite von 4% oder irgendwelche Anleihen, wo wir 2, 3%, vielleicht auch noch 5, 5,5% im Jahr bekommen, wo wir uns dann fragen, wir als Trader, das machen wir am Tag, das brauchen wir ja gar nicht. So, natürlich haben wir ein höheres Risiko, was wir eingehen, aber auch höhere Potenziale, die wir dadurch ja, wirtschaften können. Und genau das ist die einzige Möglichkeit oder die einzige professionelle Variante, um unser Trading, das, was wir vielleicht so ein bisschen nebenbei machen, vielleicht mit einem kleinen Kapital machen, auf ein ganz großes Level zu bringen. Also ich nenne es das immer so die Formel 1 des Algo-Tradings. Das heißt, Volatilität aus dem Konto nehmen und das Ganze einfach diversifizierter aufzubauen durch mehrere Systeme. Und ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Aber oder zu den Nachteilen. Natürlich ist das immer so ein bisschen eine Kostenfrage, ne? Also wie groß sind wir unterwegs jetzt? Wenn ich einfach nur 2.000 € als Kapital zur Verfügung habe für mein Trading, wo ich sage, gut, wenn ich die 2.000 € jetzt verliere, muss ich nicht von heute auf morgen auf der Straße leben. Also mein Lebensstandard wird nicht geändert. Dann ist es relativ schwierig, mit 2.000 € da Großes anzufangen. Ich meine, wir brauchen dann vielleicht schon zwei, drei Systeme, die kosten Geld. Wir brauchen noch Geld auf dem Konto. Wir müssen Drawdowns ausleben und so weiter. Das ist relativ schwierig. Aber wir brauchen auch keine 100.000 € um das Ganze zu starten. Dafür gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wie wir das Ganze angehen können. Also wenn wir sagen, gut, Thema verstanden. Ich weiß, mit einem System habe ich einfach immer diese Schwankung, die mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Und ich will mich breiter aufstellen. Dann, wenn wir einfach nur zwei Systeme an den Start bringen, dann sind wir schon mal besser aufgestellt als die Hälfte aller Algo-Trader. Also als aller Trader, die automatische Systeme nutzen oder auch Signaldienste nutzen, wie auch immer. Diese breite Aufstellung mit zwei Systemen sorgt schon mal für viel, viel, viel. Aber wenn wir uns einzelne Systeme mal anschauen, ich nehme jetzt einfach mal reale Performance-Daten von unseren Produkten. Nehmen wir einfach mal den GBP-Brand. Ich glaube, ja, der Name verrät es ja schon, handelt den British Pfund. Gucken wir hier zum Beispiel mal auf die Performance. So, gut, wir haben jetzt von 2004 bis 2021, also quasi bis Ende September, knapp 500% realisiert. Top-Performance. Und erfahrungsgemäß kann ich sagen, würden viele, 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 vielleicht sogar die Hälfte der Trader damit trotzdem kein Geld verdienen. Wieso? Weil sie, nehmen wir einfach mal zwei verschiedene Trader. Wir nehmen 2008. Schönes Jahr. Jemand startet 2008 im Mai, holt sich das System am 1. Mai, startet direkt, denkt sich, super, super Performance-Kurve vorher. Wir haben vorher 125, 29, minus 6, 12% gemacht. Und jetzt legen wir so richtig los. Das Jahr hat gestartet mit 10, 20, 30, 40%. Wir legen hier los. So, und dann müssen wir uns vorstellen, wir sind genau in diesem Moment. Und der erste Monat endet mit minus 11%. Der nächste Monat mit minus 7, dann wieder mit minus 5, dann wieder mit minus knapp 0,1%. So im Nachhinein denken wir uns dann, naja, gar kein Problem. Ist eine kurze Zeit, die überbrückt man und dann geht es ja wieder richtig los. Aber das kennen vielleicht einige von Ihnen, ist diese Phase, in der wir in dem Drawdown stecken, extrem schwierig und belastend. Und wir fangen sehr, sehr schnell an zu zocken, einzugreifen, alle Regeln, die wir gelernt haben, in zahlreichen Büchern, Webinaren, Seminaren über Bord zu werfen. Und wir fangen einfach an, wild zu zocken und irgendwie einzugreifen. Ist natürlich verständlich. Ja, ich meine, wir müssen uns wirklich vorstellen, wir sind genau Anfang Mai. Machen das vielleicht noch im Mai mit, aber denken uns dann spätestens so Anfang, Mitte Juni, das funktioniert einfach nicht. Ich habe hier ein System gekauft für 1.000, 2.000 € und habe dafür bezahlt, dass mein Konto noch Verluste macht. Und dann fangen wir relativ schnell an, vielleicht schon, ja, sehr wahrscheinlich im Juli, allerspätestens im August, würden die meisten dann einfach das System wieder deaktivieren oder würden ständig eingreifen oder wären einfach nicht zufrieden damit. So. Jetzt müssen wir uns ein anderes Beispiel vorstellen. Jemand startet einfach am 1. Januar 2008, startet direkt mit 10.000, mit 10%, mit 6%, mit 14%, wieder mit 10%. So, und jetzt natürlich die Frage, dieser Trader ist extrem erfreut darüber. Also er hat einfach mal 10, 20, 30, 40% gemacht in 4 Monaten. Der wird sehr erfreut sein über die Performance.
Jetzt ist natürlich die Frage, was ist hier besser oder schlechter? An welchem Punkt möchte man eher kommen? Erfahrungsgemäß kann ich sagen, sind beide Punkte gefährlich. Die erste Variante, wo wir in der Verlustphase starten, ist gefährlich, weil wir einfach noch kein Vertrauen in das System haben. Und die zweite Variante, wo wir in der Gewinnphase starten, sorgt einfach dafür, dass wir übermütig werden und das Volumen extrem anheben. Ich meine, wenn wir nichts machen und einfach ein Roboter für uns 10% im Monat verdient, ja, dann noch einen Monat später 16%, spätestens Ende März, wo wir 30% haben, sind wir köpflich schon wieder in einer ganz anderen Welt und fangen an, das Volumen zu anzuheben, packen vielleicht noch mehr Geld auf das Trading-Konto, was vielleicht gar nicht so zur freien Verfügung steht. Und dann kommen die großen Verlustphasen, die wir noch nie so wirklich erlebt haben. So, was will ich damit eigentlich bezwecken und eigentlich aussagen mit den ganzen Beispielen? Dass diese Schwankung für uns extrem schwierig ist. Backtests sind schön, realistische Daten sind schön. Wenn wir das Ganze 2010 gestartet haben, natürlich haben wir eine schöne Basis, wir können in die Vergangenheit gucken, wir wissen nicht, wie die Zukunft läuft, aber wir haben uns einen kleinen Rahmen gesteckt für die Zukunft. So, dann ist irgendwann das Vertrauen da. Wir wissen, okay, das System funktioniert, das ist nicht schlecht, wir können ja Geld investieren. Aber wenn wir in dem Moment da stecken und diese Phasen durchmachen, sorgt es einfach dafür und das denke ich mir nicht aus, sondern das ist wirklich, das habe ich miterlebt in der Zusammenarbeit mit unseren Tradern von AlgoCamp, ist es eine Phase, die machen nicht viele mit, wenn diese Verlustphasen kommen, aber die gehören dazu. Deswegen, das sage ich auch mal gerne dazu, zeigen wir auch die Zahlen ganz klar auf der Seite und verstecken die nicht oder packen nicht nur Jahresperformance-Kurven drauf. Ich meine, wenn wir uns die ganzen roten Zahlen wegdenken und nur die Gesamtspalte sehen würden, dann wird es natürlich nochmal entspannter aussehen. Aber wir möchten, dass man diese Phasen sieht, dass man hier raufguckt und sieht, okay, wir haben hier einfach mal 10, 20, 30% auch mal verloren zwischendurch. Das Verhältnis muss stimmen, ne? Gar keine Frage. Wir wollen keinen Drawdown haben von 90%, um dann jedes Jahr 2% mitzunehmen. Aber unterm Schnitt muss das Ganze stimmen. So, und das ganze Problem ist bei den einzelnen Systemen, dass wir diese Schwankungen haben. Und genau diese Schwankung muss rauskommen. Und das hat gar nichts mit, ich sag's immer wieder, das hat gar nichts mit finanzieller Bildung zu tun oder mit dem finanziellen Status. Es ist manchmal paradox, dass wir große Konten haben mit 100, 200.000 Euro oder besser gesagt so mittelgroße Konten. Und wenn da 2.000 Euro weg sind, dann wird der Trader schon nervös, weil das ja nicht genau sicher ist. Funktioniert das System? Gibt es da Probleme? Habe ich was falsch eingestellt? Oder. Und genau um dieses größte Problem aus der Welt zu schaffen. Ich habe es ja vorhin gesagt. Viele Trader bekommen ein profitables Handelssystem an die Hand, was nach dem an die Hand geben auch noch nachweislich profitabel war und schaffen es trotzdem, Geld zu verlieren. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, da habe ich jetzt keine großen Studienauswertungen dazu, ist das generell so ein bisschen das Problem im Trading. Wir finden ja im Forum, oh, bei YouTube, im Podcast, überall finden wir immer irgendwelche Strategien, die interessant klingen, die vielleicht ein paar Gewinne gemacht haben im Forum oder wo auch immer und wir traden sie nach. Oder auch im Traders Mag, anderen Magazinen. Es gibt ja tausend Quellen für Strategien. Dann handeln wir 2, 3 Tage, vielleicht 1, 2 Wochen mal nach. Es funktioniert nicht und wir wechseln zur nächsten Strategie. Der nächsten Strategie, die nächsten Strategie. Morgen sind wir Volumentrader, übermorgen Trendtrader und dann steigen wir wieder um auf Mondphasen-Trading oder irgendwas anderes. Und genau dieses Problem haben wir im manuellen Trading und auch im Algo-Trading. Und es ist, ja, einen kurzen Seitensprung, um das besser zu erläutern. Als wir damals mit AlgoCamp angefangen haben, hatten wir genau dieses Ziel. Und zwar wollten wir einfach dieses Thema, dieses vermeintlich komplizierte, schwierige Thema in der Dachregion, im deutschsprachigen Raum, ein bisschen nach vorne zu bringen und die Hürde dafür zu nehmen. So, und jetzt haben wir natürlich zwei Seiten. Wir haben die finanzstarken Trader, die sagen, gar kein Problem, ich kapitalisiere das Konto mit 200, 300.000 Euro, ich kaufe hier 10 Systeme, pack die rauf und dann habe ich die Formel 1 Portfolioverwaltung, so wie wir sie heute angerissen haben. Nicht die Mehrheit will mit solchen großen Konten starten. Es muss nicht bedeuten, dass das Kapital nicht zur Verfügung steht, sondern oft muss man einfach Vertrauen gewinnen. Das sage ich auch mal. Selbst wenn wir auf unserem Trading-Konto 10 Millionen haben, sollten wir nicht
einfach so das Geld in irgendwelche Systeme stecken, sondern immer so langsam Vertrauen aufbauen, dann können wir das Volumen immer noch anheben. Und aus diesem Grund haben wir zum Beispiel die Robosignale erschaffen. Hier mal kurz auf die Seite von Robosignalen. Da haben wir quasi das, was wir jetzt besprochen haben, diese Portfolioverwaltung, mehrere Handelssysteme, das Updaten von Systemen, das Durchrechnen vom Portfolio, was das Volumen angeht. Also die komplette Portfolioverwaltung, so wie wir sie eigentlich von einer professionellen Vermögensverwaltung erwarten sollten, in einen, ja, ich sag mal, in ein Produkt quasi gepackt. Was machen wir hier? Oder was steckt eigentlich hinter den Robosignalen genau? Ich gehe mal auf unser Whiteboard. Können wir das Ganze mal ein bisschen besser erläutern. Was bedeutet Robosignale eigentlich? Wir haben ein Referenzkonto, ein internes Referenzkonto, und auf diesem Referenzkonto leben wir das, was ich eben da erläutert habe. Das heißt, da laufen mehrere Handelssysteme. Für aktuell ist es für den Euro-Dollar, Gold, Bund, DAX. Und genau, das waren die Assets. Es sind momentan fünf verschiedene Systeme, verfolgen unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Zeitebenen, also wirklich haben eine möglichst geringe Korrelation zueinander. Und genau dieses Portfolio können Sie als Trader quasi abonnieren. Das heißt, Sie können quasi sagen, okay, ich vertraue die aktive Arbeit oder diese Portfolioverwaltung von Robotern von AlgoCamp und möchte das eins zu eins kopiert haben auf mein eigenes Konto. So, das ist quasi die Robosignale. Das heißt, wir verwalten aktiv das Konto und Sie können sagen, okay, ich möchte mir jetzt nicht 10 Systeme kaufen und dafür erstmal 20.000 Euro ausgeben und große Konten haben, sondern wir sagen hier ganz klar, relativ einfacher Einstieg. Wir brauchen einfach nur ein Trading-Konto mit 5.000 Euro und können dann quasi diesen Signaldienst, wenn wir es so nennen möchten, abonnieren. Was ist jetzt das Besondere dahinter? Wir können natürlich auch einfach bei MQL oder irgendwo in Foren gehen, uns fünf Systeme herunterladen. Gibt es natürlich auch kostenlos viele Systeme oder sehr, sehr viele Systeme und das Ganze starten. Was steckt eigentlich dahinter, wo wir sagen, das ist der Wert, der Ihnen als Trader draußen was bringt? Ich zeichne kurz, wie ein Portfolio nicht aussehen sollte. Das heißt, wir haben jetzt hier System 1. Das System 1 verläuft so. Wir wollen dann diversifiziert unterwegs sein, damit wir nicht so viel Wohle am Konto haben, dass wir ein bisschen Glättung haben. Wir packen noch ein zweites System rein und das handelt so. Und dann noch ein drittes System. Das handelt in etwa, treiben wir einfach mal, und das handelt dann auch noch so. So, würden wir jetzt die Portfolio-Performance-Kurve zeichnen, das heißt alle drei Systeme zusammen, dann wäre die Performance-Kurve übertrieben gesagt so. So, jetzt haben wir also quasi das umgesetzt, was wir ja besprochen haben. Wir haben verschiedene Systeme auf verschiedene Assets von mir aus, verschiedene Zeitintervalle, verschiedene Strategien, Ansätze, haben das Ganze umgesetzt und dachten, okay, jetzt haben wir ein Portfolio zusammengebaut und haben die Schwankung rausgenommen. Aber das haben wir hier nicht gemacht, sondern wir haben die Schwankung eigentlich nur vergrößert. Nehmen wir wieder ein Beispiel aus der Immobilienwelt. Wir haben hier quasi drei Wohnungen gekauft, aber das sind drei Wohnungen im gleichen Hochhaus, in der gleichen Etage, direkt nebenan. Das heißt, wenn wir einen Wasserrohrbruch haben, eine Etage über uns und das Wasser runterläuft auf die komplette Etage, dann sind alle drei Wohnungen ja, nicht bewohnbar, die Miete wird gemindert und wir haben quasi keine Einnahmen mehr, obwohl wir ja breiter aufgestellt waren, obwohl wir ja alles berücksichtigt haben, was wir so gelernt haben. Das ist die, so bauen wir ein Portfolio nicht auf. Also können wir machen, aber es bringt nichts. Ne? Wir haben hier in der Immobilienwelt, haben wir entweder die Einnahmen von drei Wohnungen oder wir haben gar keine Einnahmen und alle drei Kosten, alle drei saniert werden müssen. Genau ist es so im Algo-Trading auch. Und das ist, da muss ich zugeben, ist es für Trader relativ schwierig, hier das Portfolio aufzubauen und das Gefühl dafür zu bekommen, wie das Ganze zusammenarbeiten muss. Also einfach kann man natürlich sagen, die Systeme, die wir in unser Portfolio packen, sollten eine möglichst geringe Korrelation zueinander haben. Das heißt, wenn das eine System, von mir aus jetzt das gelbe System, eine extrem gute Phase hat, dann sollte das blaue
System und auch das rote System nicht auch gerade in diesem Moment eine extrem gute Phase haben und andersrum. Wenn wir uns jetzt hier an die Farbe, wenn wir uns jetzt diese Verlustphase hier angucken, dann sind alle drei Systeme in dem Moment genau schlecht. Wir gucken uns die Gewinnphase an. Alle drei Systeme sind in dieser Phase gut. Das heißt, wir könnten uns hier den Aufwand sparen. Wir nehmen einfach nur das blaue System und erhöhen da einfach das Volumen. Dann kommen wir genau auf das Gleiche hinaus, wie wenn wir drei Systeme haben, die extrem miteinander korrelieren. So wollen wir es nicht machen. Das ist das Falsche. Wie machen es wir und wie sollten Sie es auch machen, wenn Sie es selbst zusammenbauen möchten? Die Systeme sollten, ich weiß, wir zeichnen hier, das ist Bilderbuch, da sieht das immer ein bisschen anders aus in der Realität, möglichst nicht miteinander korrelieren. Das heißt, System 1 einfach gezeichnet, System 2 ist dann genau andersrum. Das heißt, wir machen hier kleine Verluste in der Phase. Das eine System startet in die Verlustphase. Wir nehmen hier Gewinne mit. Das andere System wechselt. Das heißt, es sollte genau entgegengesetzt laufen. So, dann gehen wir ein bisschen runter. So, das mit zwei, drei anderen Systemen. Und dann haben wir die Performance-Kurve, die wir am Anfang gezeichnet haben, die geglättet ist. Die ist auch ein bisschen Schwankungen drin, ist völlig in Ordnung, aber wir haben nicht mehr dieses extrem hin und her, sondern so sieht im Idealfall die Performance-Kurve aus. Wir können quasi sagen, je mehr Systeme wir reinpacken, desto mehr Glättung ist in der Performance-Kurve drin und desto weniger, ich sag mal, Glückstage haben wir. Das kennen Sie wahrscheinlich auch aus dem manuellen Trading oder wenn Sie schon Algo-Trading betreiben, dann haben Sie das vielleicht auch mal erlebt, dass ein Tag kommt, da sind wir von mir aus den DAX Short und der Markt bricht an dem Tag ein und wir haben einfach den Tag des Quartals, wo wir extrem viel Geld gerade gewinnen und wir freuen uns drüber. Das haben wir in der im Portfolio Trading nicht so häufig, was auch gut so ist, weil das Ganze kann ja auch andersrum gewesen sein. Wir hätten auch long sein können und der Markt bricht extrem ein und hätten wir den Verlusttag des Quartals gehabt. Denn im Idealfall ist es ja so, dass die anderen Systeme uns dann rausretten. Das heißt, dieser eine Megatrade, der uns gut nach vorne bringt, wird ein bisschen gebremst von anderen Systemen, die dann Verlust machen. Klingt erstmal schlecht. Wieso brauchen wir das? Müssen wir wieder in die andere Richtung gucken. Der eine Trade verbrennt extrem viel Geld heute und die zwei, drei anderen Systeme, die noch laufen, glätten das so ein bisschen aus. Das heißt, der Tag wird nicht mit minus 10% beendet, sondern wir beenden den Tag dann zum Beispiel mit minus 4,5%. So soll das Ganze laufen. Das ist das erste Problem. Wir packen Systeme aneinander, die einfach zu stark miteinander korrelieren. Bringt uns nichts, wenn wir uns viel Geld sparen, indem wir dann einfach ein System kaufen und da das Volumen verx-fachen. Haben wir aber genauso nichts gewonnen. Das zweite Problem ist die Volumenbestimmung. Das machen wir zum Beispiel auch und deswegen ist es bei uns zum Beispiel so, wenn man unsere Robosignale handeln lässt, dann wird das Volumen nicht wie üblich in Lots eingestellt, sondern wir haben einen Multiplikator. Was ist damit gemeint? Wir haben jetzt unser Portfolio, also bei uns sind es ja fünf Systeme, wir belassen es jetzt hier im Beispiel bei zwei Systemen und diese zwei Systeme oder alle Systeme zusammen handeln nicht stur ein Volumen, eine Volumenangabe. Das heißt, nicht alle fünf Systeme handeln, wenn es Währungssysteme sind, 0,5 Lots oder zwei CFD-Kontrakte. Wieso? Weil wir Gefahr laufen, dass wir ein dominantes System im Portfolio haben und das darf auch nicht sein. Wir dürfen kein dominantes System im Portfolio haben. Was meine ich damit? Sagen wir einfach mal, das gelbe System ist von mir aus ein 5-Minuten-System, das heißt, 5-Minuten-Candles werden beachtet und es handelt relativ geringe Volumenstücke. Das heißt, von mir aus 0,1 Lot pro Trade. Handelt dafür viel, macht viele kleine Gewinne, viele kleine Verluste. So, und dann haben wir das lilane System. Und das lilane ist ein bisschen träge. Das guckt von mir aus auf 4 Stunden Candles und handelt in dem Beispiel, wenn wir das falsch machen, auch nur 0,1 Lot. Dann wäre es einfach so, dass dieses lilane System zu dominant ist. Wieso? Nochmal zur Zusammenfassung. Das gelbe System macht ja viele kleine Gewinne, viele kleine Verluste, weil es einfach nur scalpt. Und das lilane System, das setzt auf große Trades. Das heißt, wenn er richtig liegt, dann liegt er ordentlich richtig, von mir aus 100 Pips. Und wenn er falsch liegt, dann liegt er auch ordentlich falsch.
Und mir ist 80 BIPs. Und dann hätten wir das Problem, dass das lernende System viel größere Trades handelt mit dem gleichen Volumen wie das Gelbe. Das heißt, hat das Gelbe einen guten Tag und das lernende einen schlechten Tag, dominiert das lernende das Portfolio. Weil beim Gelben schlecht liegen heißt 10, 15 Pips und bei dem lilanen, weil es ein bisschen langfristiger unterwegs sind, sind es am Anfang 80 Pips. Anderes Beispiel, das gelbe System hat einen schlechten Tag, das lilane hat einen guten Tag. Wie sieht das Gesamtportfolio aus? Positiv. Das heißt, wir müssen das Volumen immer so ein bisschen anhand der Power ausmachen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Swing-Trading-System haben, was wirklich große Trades mitnimmt, dann muss das ein kleineres Volumen handeln als ein Scalping-System. Ein Scalping-System macht viele kleine Trades und hat demnach auch mehr Volumen, was gehandelt werden kann. Weil sonst haben wir hier wieder einen Fehler, wo viele auch hineinlaufen, dass wir ein Portfolio aufbauen, was, so wie es hier gezeichnet ist, nicht miteinander korreliert. Verschiedene Assets handelt, verschiedene Strategien, verschiedene Zeitintervalle handelt, aber wir einfach das Problem haben, dass immer ein dominantes System da ist. Deswegen ist es zum Beispiel bei den Robosignalen so, dass wir das Volumen vom Portfolio immer für ein 5.000-Euro-Konto berechnen. Das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel dazu entscheiden und sagen, perfekt, klingt gut, ich möchte die Robosignale handeln, aber ich möchte mit 10.000 Euro starten, dann tragen Sie da kein Volumen ein, weil das ja wieder dafür sorgen würde, dass wir ein dominantes System im Portfolio haben, sondern Sie würden den Multiplikator auf 2 setzen. Das bedeutet, Sie handeln das zweifache Volumen von dem, was wir auf dem Referenzkonto, wo 5.000 Euro liegen, handeln. Und so wird das dafür gesorgt, dass zum Beispiel das gelbe System in dem Beispiel 0,2 Lots bei Ihnen handelt und das lilane System 0,05 Lots. Das heißt, die Volumenberechnung, um dafür zu sorgen, dass wir kein dominantes System haben, wird von uns übernommen. Und deswegen geben wir Ihnen quasi nicht die Möglichkeit, das zu überschreiben, um einfach ein festes Volumen anzugeben. Ich zeige das einfach mal im MetaTrader, wie das in der Praxis aussieht. Wenn wir hier zum Beispiel die Robosignale aktivieren, dann sieht der EA so aus. Da würden wir hier oben, wir müssen eigentlich nichts eintragen, außer hier den Multiplikator. Das heißt, ich habe jetzt ein 5.000-Euro-Konto. Wir haben auch ein 5.000-Euro-Konto. Dann würde ich einfach eine 1 eintragen. Habe ich ein 15.000-Euro-Konto und ich sage, ich möchte das prozentuale Verhältnis von AlgoCamp beibehalten, dann würde ich eine 3 eintragen, weil dreifach großes Konto, also trage ich auch eine 3 ein. Weil dann können wir nämlich die Zahlen von der Webseite so ein bisschen als Referenz sehen. Kurz hoch. Wir haben die ganzen Zahlen auf Quartalsbasis. Das heißt, wenn ich also auch mit einem 10.000-Euro-Konto starte, den Multiplikator auf 2 einstelle, dann haben wir also in 2020 genauso unsere 108% gemacht, beziehungsweise dieses Jahr genauso unsere minus 12% gemacht. Den Multiplikator kann sie frei einstellen. Müssen wir ein bisschen mit aufpassen. Ich kann natürlich auch sagen, ja gut, klingt ganz gut, aber ich möchte ein bisschen konservativ unterwegs sein. Das heißt, ich habe ein 10.000-Euro-Konto und handle trotzdem zum Beispiel den Multiplikator von 1. Das heißt, das halbe Volumen hier auf dem Referenzkonto und dann können wir relativ einfach uns die Zahlen hier nehmen und sagen, gut, dann habe ich ja 2020 nicht meine 108% gemacht, sondern nur meine 54% und habe dieses Jahr keine 12% verloren, sondern nur 6%. So wird das Volumen bestimmt. Ist ein bisschen irritierend am Anfang, weil wir eigentlich in jedem EA überall, ob es um Signale geht oder was auch immer, immer das absolute Volumen eintragen oder das prozentuale Risiko pro Trade. Aber da wir hier ein Portfolio im Hintergrund haben, haben wir uns für die Multiplikator-Geschichte entschieden. So muss sich nicht jeder mit beschäftigen, wie welches System ist, welches Volumen handelt. Was ist noch ganz wichtig dazu zu sagen? Wie sieht ein Portfolio aus? Nichts ist in Stein gemeißelt. Ich glaube, das haben Sie wahrscheinlich in Ihrem Trading auch schon erlebt. Systeme, Strategien, die vor 3, 4 Jahren funktioniert haben, funktionieren heute entweder nicht mehr oder sie funktionieren anders. Wir müssen uns immer ein bisschen anpassen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Der Markt, gerade in der jetzigen modernen Zeit, lebt,
verändern sich extrem. Es kommt immer wieder was Neues dazu. Neue Assets kommen in den Markt, neue, ja, einfach neue Anbieter, neue Konditionen. Es ändert sich extrem viel. Das heißt, Strategien, die vielleicht vor 4 Jahren nicht profitabel waren, weil die Gebühren oder das Wett zu teuer waren, können heute funktionieren, weil die Konditionen von FX sich verbessert haben und wir einfach jetzt noch besser am Markt agieren können. Und genau nach diesem Motto betreuen wir quasi auch unser Referenzkonto im Hintergrund. Das heißt, unsere 5 Systeme, die aktuell im Portfolio sind, die sind vor 6 Monaten nicht so am Start gewesen. Das heißt, wir sind ständig dabei, dieses Portfolio noch zu updaten. Also es kann quasi sein, dass wir nächste Woche Montag sagen, das Goldsystem aus dem Portfolio nehmen wir raus. Das handelt nicht mehr, weil der Markt sich geändert hat, weil die Performance nicht so ist wie erwartet. Oder aber auch einfach, weil wir sagen, wir haben ein neues System entwickelt für den Gold CFD, was einfach besser zum Gesamtportfolio passt, wo die Diversifizierung zu den anderen Systemen noch besser ist, wo von mir aus die Performance einfach besser ist, der Drawdown geringer ist. Oder aber es kann auch sein, dass wir plötzlich 6 Systeme am Start haben, weil wir dann noch den nehmen wir von mir aus die Siemens-Aktie handeln und da auch noch ein profitables System am Start haben. Das heißt, dieses Portfolio im Hintergrund ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es lebt. Und das lebt gemächt, eigentlich relativ stark, würde ich sagen. Natürlich dürfen wir nicht erwarten, dass wir jeden Tag Systeme wechseln, hin und her switchen. Dieses Hin und Her macht Tasche leer. Ich glaube, den Spruch haben Sie wahrscheinlich auch schon 4, 5 Mal gehört. Das Gleiche gilt hier auch. Wir agieren da möglichst auch relativ automatisiert in dem Bereich. Das heißt, wir haben bei uns Prüfsysteme am Laufen, die uns einfach einen Hinweis geben, einfach übersetzt: Achtung, das Goldsystem läuft momentan schlechter als in der Vergangenheit. Beobachten. Oder das DAX-System läuft extrem überdurchschnittlich als in der Vergangenheit. Draufschauen, prüfen und testen. So läuft es bei uns. Das heißt, natürlich ist das auch keine Garantie. Also auch wenn wir jetzt hier 5 Systeme am Start haben und das ständig erweitern, haben wir leider nicht die Garantie, dass das Ganze wirklich ein Leben lang funktioniert und nur Gewinne macht und, und. Ja, die Versprechen gibt es da draußen, ist auch völlig in Ordnung. Wer das versprochen bekommen möchte, da soll sich das auch holen. Aber wir leben hier eine ganz, ganz andere Mentalität und deswegen arbeiten wir hier auch mit der FXBet zusammen. Da geht es ja auch nicht darum, irgendwie um 10.000% Einzahlungsbonus und um weiß nicht welche Versprechung, sondern wir gehen das Thema an, so wie es ist, relativ nüchtern und verstecken uns auch nicht vor Verlusten. Also ich muss ganz klar sagen, ja, dieses Jahr ist 12% hinten. Mal schauen, wie das letzte Quartal wird. Aber es ist keine Zahl, die ich irgendwie verstecken möchte oder für die wir uns jetzt schämen oder die das Ganze bewertet. Natürlich. Ganz klar, einige lassen sich davon abschrecken und sagen, ui, 12, 13% verloren, das ist nicht das, was ich suche. Ich wollte eigentlich 50% am Tag machen. Völlig in Ordnung, aber da sagen wir ganz klar, lieber verschrecken wir einige Trader da draußen, als irgendjemanden falsche Versprechungen zu machen. Für uns steht immer das Gesamtergebnis. Wir betrachten das Ganze nicht irgendwie auf ein Jahr oder ein halbes Jahr in kurzen, kurzen Abschnitt, sondern hier geht es um einen längeren Betrachtungszeitraum. Die Robo-Signale gibt es inzwischen seit 2018. Das heißt, seitdem sind die Signale am Start. In den 4 Jahren gab es einige Änderungen, Systeme sind gekommen und gegangen. Ich glaube, so wie das Portfolio heute steht, das ist nicht mehr das Portfolio, was am Anfang da war. Wie gesagt, es lebt immer, es wird immer angepasst, neue Assets kommen hinzu. Vielleicht packen wir demnächst auch noch den Bitcoin mit hinzu. Dadurch, dass die Konditionen eigentlich relativ angenehm geworden sind, um den zum Beispiel zu handeln. Also wir passen uns einfach immer den Stand der Dinge an und schauen, dass wir kein eingestaubtes Portfolio am Start haben. Deswegen, die Zahlen sind, wie ich sagen würde, relativ transparent. Wir aktualisieren die Zahlen immer jedes Quartal. Wir machen das bewusst nicht täglich oder wöchentlich oder monatlich. Wieso? Ich kann Ihnen versprechen oder erzählen, dass, wenn wir die Zahlen monatlich aktualisieren und da irgendwie 0,5% mehr oder weniger drauf sind als bei den Trader-Kunden auf deren Konten, dann ist unser Support fast voll, weil
Völlig verständlich, auch völlig in Ordnung, beantworten natürlich auch alles. Wenn wir 12,48% gemacht haben in einem Monat und der Trader aber nur 12,01% gemacht hat, ist die Nachfrage direkt da, wie, wo, was, weshalb? Eigentlich eine relativ einfache Erklärung immer. Positionen werden über einen Monat gehalten, wo wird abgerechnet, in welchen Monat nehmen wir einen Trade rein, der im Monat A geöffnet wurde, im Monat B geschlossen wurde und so weiter. Deswegen sind wir hier ein bisschen ruhiger unterwegs und aktualisieren die ganze Zeit immer quartalsweise. Von der Technik noch ganz kurz für die, die es interessiert. Wie ist der Ablauf eigentlich? Ich glaube, relativ viele Infos gewesen, wie die Struktur aufgebaut ist, aber zum Glück ist es nur, sind es nur die Hintergrundinfos, die man nicht zwingend wissen muss für den Betrieb. Wie läuft die Praxis ab? Sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Das hat sich auch über die Jahre immer vereinfachter oder immer einfacher geworden im Vergleich zum Anfang. Wir wählen einfach ein Modell aus. Wie unterscheiden sich die Modelle? Eigentlich nur in der Mindestlaufzeit. Das heißt, wenn wir sagen, ich bin noch ein bisschen skeptisch, völlig in Ordnung, ich möchte mir das mal ganz kurz ansehen, dann wähle ich zum Beispiel die Startvariante. Ja, das ist die teuerste Variante, aber das ist die Variante, die schon nach 3 Monaten gekündigt werden kann. Die günstigste ist die lange Variante. Wo ist da der Unterschied? Wir haben eine Laufzeit von 2 Jahren. Das heißt, je länger wir uns quasi, wie länger wir uns mit den Robosignalen verheiraten, desto günstiger wird es dann im Monat. Ich muss ganz klar sagen, die Startvariante ist nichts für die Ewigkeit, weil es unsere Rendite schon ordentlich drückt, wenn wir das mal hochrechnen. Aber die Startvariante ist einfach perfekt, wenn man sagen möchte, ich muss da einfach ein bisschen Vertrauen gewinnen. Ich muss mir mal anschauen, funktioniert das? Klang es einfach nur schön oder passt es überhaupt zu mir? Wie ist so in die Realität? Das heißt, man entscheidet sich einfach für ein Modell. Buchung ist auch relativ unkompliziert online. PayPal, Kreditkarte, was auch immer Sie gerade zur Hand haben. Das heißt, das Ganze kann natürlich auch noch auf ein im Jahrespaket gebucht werden. Das heißt, man bucht sich das ein Jahr im Voraus, spart dann nochmal ordentlich, was sich auch stark auf die Rendite auswirkt, wenn man mit dem kleinsten Kapital, sprich 5.000 € anfangen, auswirkt oder das gleiche auch für die Zweijahresvariante. Da kann man nochmal noch günstiger raus, was die Rendite, also quasi die Nettorendite nochmal erfreut. Wie sieht es danach aus? So nach 1, 2 Tagen spätestens bekommen Sie dann die Zugangsdaten zu unserem Trading-Server. Das heißt, der Trading-Server ist auch noch mit dabei. Oder Trading VPS, gibt ja verschiedene Bezeichnungen dafür. Und da ist schon alles bereits vorinstalliert. Das heißt, der MetaTrader von FXBet ist installiert, die Robosignale sind installiert, Einstellungen vorgenommen. Und Sie müssen eigentlich nur noch eins machen: sich mit dem Live-Konto einloggen, die Robosignale starten, den Multiplikator einstellen und das war's. Das war's. Ab sofort wird dann automatisch rund um die Uhr unser Referenzkonto kopiert. Und ob wir neue Systeme hinzufügen, entfernen, überarbeiten, Sie müssen da nichts machen, außer eigentlich nur ab und zu mal einen Blick auf den Server werfen, um zu schauen, ob der MetaTrader noch an ist oder ob er gerade abgestürzt ist oder irgendwie was ist. Vielleicht haben Sie Ihr Passwort geändert vom MetaTrader und müssen es dann nochmal aktualisieren. Aber ganz wichtig, wir haben da keinen direkten Kontakt zu Ihrem Kapital. Das heißt, wir wollen keine Zugangsdaten von Ihnen haben, wir wollen keine Handelsberechtigung haben oder ähnliches. Und Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, stopp, ich möchte also wirklich jetzt in dem Moment stoppen, dann gehe ich auf meinen Trading-Server. Klicke hier oben auf Auto Trading, mache das Ganze aus und dann kann ich je nachdem meine Position manuell schließen oder zu FXBet gehen und sagen, ich möchte jetzt bitte mein Geld ausgezahlt haben. Dann geht es natürlich auch wie gewohnt unkompliziert. Das heißt, wir haben hier nochmal einen großen Vorteil, würde ich persönlich sagen, gegenüber großen Anlagen, Fonds, wo wir unser Geld für Jahre gebunden haben und wenn wir frühzeitig rauskommen wollen, dann noch eine Strafzins zahlen. Das haben wir jetzt hier nicht. Ganz wichtig, ich hatte es ja am Anfang gesagt, fühlen Sie sich nicht dazu verpflichtet, sich jetzt für die Robosignale zu entscheiden. Dieses Modell, Portfolio, Handel, können Sie überall anwenden. Das heißt, wenn Sie also schon 2, 3 Systeme haben oder wenn Sie gerne selbst programmieren möchten oder einfach irgendwo anders Handelssysteme finden, die Sie interessant finden, dann denken Sie mal daran, was wir heute besprochen haben. Mehrere Systeme laufen lassen, die nicht miteinander korrelieren. Also 4 Trendsysteme auf dem DAX, auf Stundenbasis bringt uns nichts. Da sind wir einfach zu abhängig davon. Wir müssen uns vorstellen, es gibt wieder Probleme
an der Frankfurter Börse und der DAX notiert einfach nicht, dann haben wir einen kompletten Ausfall. Und wir müssen mal daran denken, dass wir kein dominantes System im Portfolio haben. Das heißt, das Volumen muss entsprechend abgewogen werden, sodass ein guter Tag von jedem einzelnen Handelssystem etwa gleich gut ist und ein schlechter Tag bei jedem System etwa gleich teuer ist, wenn wir es so vergleichen möchten. Und so können wir uns unser Portfolio aufbauen. Wir müssen nicht direkt mit 5, 6, 7, 10 Systemen anfangen, sondern alleine schon mit 2 Systemen sind sie wirklich besser unterwegs als die Mehrheit da draußen. Und das kann ich nach einigen Jahren Algo-Trading Ihnen auf jeden Fall an dieser Stelle versichern. So, und natürlich haben Sie es als Kunde von FXBet, ich würde sagen, doppelt gut. Natürlich haben Sie Top-Konditionen, immer den freundlichsten Ansprechpartner, im Idealfall den Nelson am Telefon. Also für alle, die sich für interessieren, können uns gerne von AlgoCam nochmal anschreiben. Je nachdem, für welches Paket Sie sich entscheiden, packen wir da nochmal 10% auf die Gebühr rauf. Das heißt, wenn wir mal kurz auf die, also nicht rauf, sondern wir ziehen es ab, besser gesagt. Wir machen es nicht teurer. Das heißt, wenn Sie jetzt die Start wählen, dann ziehen wir da 10% ab, bei Lang, Mittel genauso. Am meisten lohnt sich das wahrscheinlich, wenn Sie sich für ein Jahres- oder ein Zweijahresdeal entscheiden. Da sind 10% dann auch nochmal gut was wert. Wie gesagt, da gibt es keinen Zeitdruck. Schreiben Sie uns an, wenn Sie interessiert sind. Und dann gibt es das auch noch übermorgen, auch noch nächsten Monat oder von mir aus auch noch im Dezember. Da wollen wir jetzt keinen künstlichen Druck, was das angeht, anheben oder setzen. Ja, wenn ich auf die Zeit gucke, sind wir auch schon gut am Ende angekommen. Wenn natürlich noch Fragen da sind, dann sind wir jetzt genau an der richtigen Stelle, um die Fragen noch zu stellen. Ansonsten, wenn keine Fragen da sind oder an alle, die jetzt die Aufzeichnung ansehen, können Sie uns natürlich auch noch im Nachhinein kontaktieren. Einfach uns von AlgoCamp anschreiben oder einfach unseren Partner FXBet anschreiben. Egal welche Frage, egal an wen Sie sich wenden, Sie bekommen auf jeden Fall Ihre Hilfe oder Ihre Antwort. So, Fragen sind soweit erstmal nicht da. Vielleicht kommt gleich noch was rein. Aber es scheint so, als ob wir alles beantwortet haben. Was sagst du, Nelson? Das macht den Eindruck, war ja auch alles verständlich, aber wie du schon gesagt hast, sollte im Nachgang Fragen auftreten, dann leiten wir das natürlich gerne weiter, ansonsten direkt David bzw. AlgoCamp kontaktieren. Und ja, im Grunde genommen hast du alles gesagt. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute teilgenommen haben. Ich hoffe, das Webinar hat Ihnen gefallen. Können Sie dazu natürlich uns auch immer ein Feedback geben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Ich wünsche natürlich eine erfolgreiche Handelswoche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und David, du hast sehr gern das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch von mir an meiner Stelle. Vielen Dank für alle, die sich heute die 60 Minuten Zeit genommen haben, um über das Thema zu sprechen. Und von mir aus auch nochmals vielen Dank, einen schönen Abend und wir lesen oder hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dann, ciao. Ja.